Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Hobby. Ich lege jetzt doch nochmal einen nach mit der Planung und habe mich jetzt nochmal rangesetzt und die zweite Variante hier auf den Plan gebracht. Und jetzt sieht es so aus, ja, ich glaube, das gefällt mir schon mal besser, aber ja, wie gesagt, es ist noch nicht final. Wir sehen hier die oberste Ebene mit einer Straße hier komplett durch Stadt. Das heißt, es ist komplett oben auf der dritten Ebene. Und ich möchte ja nicht ganz so viel Stadt haben, weil das bedeutet letztlich, ja, da braucht man viele Teile zum Ausschmücken. Und ja, bis auf Fachwerkhäuser und ein paar wenige selbstgebaute Sets hier habe ich nichts. Aber mal gucken, da gibt es ja tolle Gräder, Häuser oder es gibt mal vielleicht irgendwann mal ein Projekt, mal so ein Haus zu bauen. Aber wie gesagt, das wird ja nicht der Kern sein, weder das, was ich gern mache, noch was ich hier auf dem Kanal zeigen werde. Keine Sorge. Es dreht sich hier schon um Eisenbahn hauptsächlich, Modellbahn. Also wie gesagt, die Stadt und dann, ich blende mal kurz die untere Ebene aus. Ich habe es jetzt so gemacht, wie ich es im letzten Video angedeutet habe. Also hier ein Abzweig. Bedeutet, ich fahre hier runter. Hier gibt es schon das Gefälle, wie man hier sieht in den orangenen Linien. Und hier habe ich dementsprechend auf der äußeren Bahn eine Steigung. Bedeutet dann, ich fahre hier weiter, wenn ich hochkomme, und fahre dann hier durch diese Kehrschleife und kann dann somit drehen. Und kann dann da wieder runterfahren. Ja, also so viel zur Idee. Ich habe hier 40er Gleise drin, R40. Da wird es mit einem 56er schwierig. Das können wir ja gleich mal nochmal kurz ausprobieren. 56er ziehen wir hier einmal rum. Und dann kopieren wir uns das Ding einfach hier raus und hängen das mal hier ran. Also 56er Radius, man sieht es hier. Nee, das wird an der Stelle nicht funktionieren. Beziehungsweise. Es ist ja eigentlich schon zu kopieren, dass man alles hat. Also im Prinzip kann ich bis hier rausgehen. Ich kann nicht, kann im Prinzip nur hier hin sogar, weil da ist die Wand, da ist die Dachschräge bei mir und ich muss ein bisschen Abstand halten. So, also das wird, ja, also man sieht, wenn der Radius größer werden sollte, dann wird es hier in der Ecke schwierig. Wenn man die innere Strecke mit einem extremen Gefälle ausstattet, könnte man noch ein bisschen hoch, aber selbst dann sieht man, das wird mit dem Radius auch nichts. Ja, das wird nur funktionieren, wenn man quasi nochmal zwei Baseplates in einer Tiefe komplett hier rausgeht, also einen Bahnhof anstatt hier praktisch dann hier hat. Das wird nichts, also das wird nichts. Das wird nichts. Zumindest mal nicht hier. Aber ich denke, ein 40er Radius ist hier okay und man sieht es hier auch an den O's wieder, das sind die geschalteten Weichen. Die Weiche schalte ich nicht. Ja. Die steht permanent auf Linksabbiegung, dass man in den Bahnhof reinfahren kann, weil wenn, dann drehe ich den Zug ja sowieso von hier, dass er hier reinfährt und die Weichen werden so gestellt, dass er hier automatisch reinkommt. Also von dem her, ja, ich glaube, das ja, geht sich aus. Ja, so viel zum Bahnhof, der ist noch nicht final. Also diese Stellen hier kommen einfach daher, dass ich habe hier die Kombination mit der Doppelweiche hier drin. An der Stelle hätte ich gerne normale.
Oder sogar eine Drei-Wege-Weiche, dass ich hier reinfahre, rausfahre. Das wäre auch möglich. Aber bei TrixBrix ist es so, für diese R104 bekommt man, die Weichen sind ja immer, habe ich im vorletzten Video mal erwähnt, die Weichen sind immer aus mehreren Segmenten gebaut und man bekommt so eine normale Weiche wie die nicht automatisch heraus, wenn man so eine Monsterweiche kauft. So eine Kombination und ja, da lässt sich vielleicht durch eine E-Mail Beschreibung was machen. Aber im Endeffekt wird das Abstellgleis dann auch ein bisschen kürzer, ja, wenn es hier anfängt. Wieso? Dann würde ich mir allerdings die Doppelkreuzungsweiche hier sparen. Naja, wie auch immer. Also die Bahnsteige hier passen noch nicht ganz. Hier haben wir im Prinzip drei größere Stellen. Da gehe ich nochmal ran. Ich habe es so gemacht, zumindest mal in der Hoffnung, wenn ich einfach mal hier einen Strich runterziehe, passt das ungefähr. Ja, vielleicht hier kann man sehen, dass es hier eine Flucht gibt in den Schienen, ja, und auch der Abstand einigermaßen passt. Soll zumindest noch passen. Also die Baseplates sind hinten nicht ganz synchron gesetzt, aber man sieht hier, die Noppen tauchen immer hier ein bisschen raus. Von dem her habe ich hier geguckt, dass ich hier tatsächlich im Bahnhofsbereich, also ab den Schrägen hier in dem Bereich, Grundplatten reinlegen kann. Und hier dann auch nochmal. Und dass er dann wirklich einen Bahnhof bauen kann, der also einen Bahnsteig bauen kann und dementsprechend dann hier zwei Stützen jeweils hin und den Bahnhof dann hier oben drauf setzt. Das erscheint mal hier von Platzbedarf die günstigste Variante. Und ja, der ein oder andere wird wahrscheinlich den Dietmar kennen mit seiner Steinezeit. Auch ein toller YouTube-Kanal, wie ich finde. Der hat es ja so aufgebaut. Und ja, da muss ich leider sagen, aufgrund von den Platzverhältnissen gibt's im Prinzip nichts Besseres, ja. Außer, wie gesagt, ich lasse die Straße, fange mit der Straße weiter hinten an. Ja, das also wäre in der Tat noch eine Möglichkeit. Da müsste ich eventuell vielleicht auf ein Gleis verzichten. Das wäre auch noch okay. Ich habe es jetzt mal so gemacht, dass ich hier für ein Haus hier eine komplette Baseplate habe. In der Regel reicht es wahrscheinlich sogar aus. Oder ja, nicht ganz, weil das Gleis hier guckt ein bisschen in die Straße rein. Also da habe ich ein bisschen geschummelt. Da müsste man im Prinzip hier ja, mit den Platten schon so rausgehen. Würde dann bedeuten, dass mir hinten bloß noch eine halbe Baseplate oder eine Dreiviertelse hat. Wie gesagt, das passt für die großen Gebäude und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass man hier hinten, dass ich hier hinten die Gebäude nur als Fassade andeute. Und es gibt beispielsweise ja von, also die werde ich mir wahrscheinlich nicht besorgen, aber von Blue Bricks ja so holländische Fassaden oder so irgendwas im Angebot. Wobei Angebot ist eher übertrieben, also im Sortiment, sagen wir mal. Ich finde die Sets relativ teuer, muss ich mir aber nochmal näher mit befassen. Ja, aber vom Aussehen her gefallen sie mir auch nicht so gut. Aber wie gesagt, es wäre eine Option, dass man im Prinzip hier die Straße sogar bis hier hinten hängt und sagt, okay, ich mache einen Gehweg und deute mit 8 Noppen nur die Häuser an. Das wäre natürlich auch möglich. Okay, so viel zum Bahnhof. Dann hier beim Verladekran. Ich konnte es jetzt hier sogar realisieren, dass die Tür ganz aufgeht aktuell. Das müsste sich eigentlich ausgehen. Und dass die Brücke hier gerade rüberkommt, hat natürlich dann den Nachteil, dass es im Verladekran so aussieht, dass ich hier bloß noch ein Gleis machen kann. Da wird's dann allerdings, wär allerdings ja sogar ein Durchfahrtsgleis möglich. Und genau, also hier wieder mit Rot dargestellt die Strecke, die ich für die obere Ebene brauche. Und
Genau, dann gucken wir uns einfach mal die untere Ebene an. Jetzt, ich habe da nochmal extra Baseplate Layer gemacht. Jetzt muss ich gerade kurz gucken. Genau, jetzt passt's. Also hier sind wir im Schattenbahnhofsbereich. Da habe ich keine Baseplates drin, weil das ist verdeckt im Endeffekt. Ich habe es jetzt hier so gemacht, dass ich wieder hier R40 Weichen drin habe. Dass ich aber, wenn ich hier komme, hier nur eine R40 Stelle habe letztlich. Alles andere sind R56er, wie man hier unten sehen kann in der Statusleiste. Und auch hier R56er Radius und hier auch. Ja. Also, und überall habe ich hier Trailyard-Switches drin. Warum? Weil ich habe ja einen Haufen R40 Bogenweichen. Und die lassen sich durch so ein extra Modul, was man natürlich käuflich erwerben muss, bei TrixBrix umrüsten auf Railyard. Da gibt es nämlich auch das Thema, dass man hier die ganz normalen, also für die Weiche gibt es diese Weichenzunge. Also man sieht hier dieses Teil hier, gibt es nicht einzeln zu kaufen. Ja, aber wie gesagt, da bin ich optimistisch, wenn ich es bräuchte, könnte ich da mit den Kollegen reden oder Kollegen, ja, Kollegen nicht, also. Mit Verkäufer von TrixBrix. Ich habe hier. Ah ne, ich hab's. Jetzt blenden wir mal nämlich die richtigen Weichenantriebe ein. Sorry. Also die Weichen schalte ich da natürlich, weil ich hier reinfahre. Ich fahre immer nur so rein. Und ich habe hier eine Weiche, wo ich das umgehen kann, ja, wo ich sagen kann, na, ich möchte hier direkt durchfahren. Ja, damit könnte ich ja sogar 40er Radius nicht nutzen. Weil man im Bahnhofsbereich dann langsamer fahren soll. Aber das ist nicht das große Problem, wenn man hier an einer Stadt sieht, Baseplates oben. Im Prinzip ergibt sich dann die kleine Ecke hier, die notwendig wird, um die Schienen hier zuzudecken. Aber wie gesagt, ich könnte dann sogar nochmal komplett reinrutschen ein Stückchen. Und können dann den Bahnhof noch ein bisschen stauchen, dass ich wirklich am Ende kein Problem habe und kann hier hinten mit der Hand noch was erreichen, relativ nah an der Wand. Das könnte ich mir tatsächlich überlegen. Man sieht hier am Bahnhof, ich könnte hier diese 16er Baseplates fast rausnehmen. Mit ein bisschen Anpassung hier nochmal ein paar, eine halbe gerade rein. Rechts und links wäre das durchaus möglich. Eventuell müsste ich auf das Gleis oben verzichten. Aber okay, es geht um die untere Strecke. Genau, und dann haben wir hier unten einfach ja, eine Wendemöglichkeit für die Züge, die dann oben von einem rechten Gleis hier reinfahren können hier rüber. Und ja, ich nutze das dann als quasi das ganze Gebiet hier als, ich sag mal, Güterbahnhof. Hier mit dem Verladekran. Mit der Möglichkeit, wieder Kohle hier runterfallen zu lassen in irgendeiner Art und Weise. Auch hier mit R40 Radius. Muss man nicht nutzen. Man kann auch hier mit einem Schnellzug, mit einem R56 hier rum. Man könnte sogar überlegen, ob man ein R72 unten hier reinkriegt. Wird sich wahrscheinlich auch noch ausgehen. Gucken wir uns kurz an. Ja, wird ein bisschen eng. Wird. Ja, das wäre schon. Nee, also R72 kriege ich nicht rein. Das wird. Nee, das wird nichts. Aber ich habe die Züge ja oder meine Lok sowieso so konzipiert, dass sie durch R40 passen. Und R56 ist hier für. Für diese Wendemöglichkeit okay. Die Weichenkombi, die bräuchte ich nicht unbedingt. Da ich sie aber eh habe, baue ich sie hier ein. Das ist der optimale Platz, um im Prinzip hier auch mal von der Seite zu kommen und einen Zug hier reinfahren zu lassen.
beziehungsweise um halt hier individuell Züge auch zu drehen und im Güterbahnhof zu nutzen. Und ich bekomme hier unten den Lokschuppen rein. Ich habe den sogar in einer aktuellen Größe drin. Und ich sage immer Drehscheibe, das ein oder andere Mal, aber die Schiebebühne bei mir. Die Schiebebühne baue ich hier ein und habe auch kein Problem, dass ich irgendwie wo runter muss oder so. Ja. Wäre natürlich an der Stelle, wenn ich die Kallax-Regale nutze, so dass ich dann nochmal hoch muss. Oder ich lasse einfach hier drunter ein Kallax-Regal weg. Gucken wir mal kurz, ich habe hier eins vorgesehen. Ich lasse einfach den einen Kallax weg und senke das dann ein. Dann kann ich den da einbauen. Beispielsweise. Also das wäre natürlich auch möglich. Oder hier ein bisschen schräg. Also da soll sich ausgehen hier. Ja, also die Variante hat gerade einen Vorteil. Ich bin da auch flexibler, was den unteren Bahnhof angeht. Ich könnte auch das Eck noch nutzen, aber ich glaube, das bräuchte ich gar nicht. Oben ist es eh leer, also man könnte auch sagen, man kann hier in die untere Ebene reingucken und baut da irgendwie keine Ahnung was, so ein Bergwerk oder was. Ja, weil, ja. Ja, und nochmal zusammenfassend von den ja, Spielmöglichkeiten. Man hat hier Bahnhofsbereich, hier eine Wendemöglichkeit oben, Abstellgleis noch mit 4 bis 5 Gleisen genügend Möglichkeiten. Also man sieht es hier, man kann von jedem Gleis überall hinfahren. Man dreht hier Lokomotiven und Züge außerhalb des Bahnhofs, was mir eigentlich auch besser gefällt wie in einer anderen Variante. Man hat hier die komplette Skyline hier, wo man Wolkenkratzer andeuten könnte, was auch immer. Das wäre möglich. Ich habe die Dachschräge, die wahrscheinlich bis ungefähr hier geht. Aber wie gesagt, oder bis hier geht sogar. Ich werde sowieso nicht den ganzen Bereich haben im Endeffekt. Von dem her ist es kein Thema. So hoch komme ich gar nicht. Und im unteren Bereich haben wir die Möglichkeit, mit 2 Schattenbahnhöfe letztlich bis zu 5 Züge hier abzustellen oder sogar 6, wenn man hier rückwärts rausfährt. Wir haben hier 2 Gleise für Güterzüge. Mal noch mal kurz gucken, wie lang sind die Gleise. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja, sagen wir mal 8. 8 bis 9 Schienen, das ist auch okay. Und Güterbahnhof, ja, der allerdings mit 3, 4, 5, 6, 7 Schienenabstellgleis über die Schiebebühne jetzt nicht der größte ist. Ja. Ich bin ja hier, ich gehe hier definitiv noch nicht hoch. Die Steigung, da sage ich noch gleich noch was. Also ich habe noch nicht überall alles schön gemacht, aber ich wollte euch einfach nochmal die Gedanken zeigen, was ich hier habe. Und wobei, wir können es mal so drin lassen, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann seht ihr, glaube ich, die Schienen besser. Also man könnte auch überlegen, dass man hier nochmal rausfährt. Da müsste man den Lokschuppen allerdings eins nach rechts ziehen. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, da nochmal ein Gleis rausfahren zu lassen, um noch eine zusätzliche Abstellung hier zu haben. Dann wird sich auch die Dreierweiche hier lohnen. Also quasi das einmal hier rausziehen und die Dreierweiche oder diese Kombination hier lassen und das jetzt hier andocken. Also und dann hätten wir hier nochmal die Möglichkeit, das Gleis zu kopieren. Und der Vorteil von einem Schiebe, von der Schiebebühne ist halt, oder von der Drehscheibe ist halt letztlich, man spart sich Weichenantriebe.
Hat aber dann natürlich die Fudelei, dass man genau die Gleise treffen muss mit dem Antrieb. Ja. Das ist aber, also das muss ich definitiv nochmal testen. Ja. Bevor ich das Ding hier einbaue, mache ich da definitiv nochmal ein Testvideo. Und wenn mir es nicht gefällt, dann verwerfe ich die Schiebebühne und baue da lieber ein paar konventionelle Weichen ein. Gut, hier muss ich auch noch ein bisschen was machen. Problem ist, es gibt keine Möglichkeit, es gibt keine halbe R56. Beziehungsweise, Moment, ne, ich habe es glaube schon probiert. Es gibt, wenn man sich R56 Weichen kauft bei Trix Bricks, aber vielleicht haben die tatsächlich was, dann gibt es hier die beiden Gleise. Das sind R56 Turnouts, aber die passen nicht. Und R56, was ist das? Siding Curve. Aber die passen alle nicht zusammen. Höchstens man macht so mit zwei Siding Curves und dann irgendwie einem. Ja, das ist natürlich nicht das da. Ja, okay, das wird sogar gehen. Zwei Siding Curve. Ich glaube, es sind pro Weiche sowieso zwei dabei. Ich habe hier jetzt, ne, hier habe ich eine drin. Ja, das wird sich ausgehen. Also quasi das Ding hier nochmal kopieren. Okay, das gefällt mir. Ja, also wegen der Steigung noch. Ich blende mal wieder die Steigenstrecke hier ein. Ab hier geht es schon runter. Das heißt, wir haben hier groben Meter. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich in der Kurve auch eine Steigung machen sollte. Wenn überhaupt, dann mit einer Plate. Definitiv, maximal. Und hier auch. Und man sieht hier, also ich habe hier rechts und links quasi einen Meter, macht 2 Meter. Mit den 3 Metern hier sind es 5 Meter. Ich bräuchte 6,20 Meter sind es, glaube ich, wenn man es genau rechnet mit einer Plate. Und da könnte man es so machen. Da blende ich jetzt mal kurz oben aus. Also oben ausblenden. Da könnte man es so machen, dass ich sage, okay, in der Gefällestrecke, in der Innenstrecke, da will ich, dass ich hier auf einer unteren Ebene bin. Da gehe ich halt dann mit dem Gefälle hier schneller runter. Und außen beginnt die Steigung vielleicht schon. Ja, also ich könnte theoretisch hier sogar schon mit der Steigung beginnen. Ja. Oder ich könnte es zumindest so machen, dass ich sage, ich beginne mit der geraden Strecke hier mit der Steigung, komme ein bisschen hoch. Fahre dann hier langsam weiter. Und dann könnte es vielleicht sogar ausgehen, dass ich in der Kurve hier gar keine Steigung brauche hier. Ja, und ich habe natürlich auf der äußeren Bahn, was auch richtig gut ist, finde ich, auf der äußeren Bahn habe ich einen größeren Radius. Ja, das heißt, ich habe extrem viel, ja, oder die längere Strecke dann letztlich. Ja, was natürlich dann wieder zum Problem führen kann, wenn die Züge hier mit einer großen Geschwindigkeit hier runterfahren, dass sie mir hinter den Gleisen. Ja, das heißt, ich müsste praktisch die Gefällestrecke hier schon schnell machen, also schnell runterfahren hier und dann hier wieder versuchen in dem Bereich, ja, wieder ein bisschen oder das Gefälle wieder abzumindern. Wenn wir uns mal angucken, wo die Strecke oben verläuft, dann sieht man hier, schneidet es zumindest mal die obere Fahrbahn wegen der Schleife hier. Ja, kommen wir zur Zusammenfassung. Also was für Möglichkeiten haben wir hier zum Bespielen letztlich? Wir haben einen großen Bahnhof mit 4 plus 1, also 5 Gleise. Wir haben ein kleines Abstellgleis, das wird es auf jeden Fall reichen. Wir haben hier eine Kehrschleife, die so zu befahren ist, außerhalb des Bahnhofs, was mir auch sehr gut gefällt. Wir haben die Möglichkeit,
über die Ausweichstrecken hier Züge zum Schattenbahnhof zu bringen, beziehungsweise hier unten in die erste Ebene zum Güterbahnhof und zum Verladekran. Wir haben hier oben nochmal ein Gleis, was auch nochmal Variationsmöglichkeiten hat. Wenn ich die Brücke anders setze, dann kriege ich sogar zwei Gleise hin, wo man Verladekran plus irgendwie Kohle Kippmöglichkeit hat. Mein Dachfenster ist hier soweit frei, was ich wollte. Ich habe überall 70 bis 80 Zentimeter Platz zwischendrin. Ich bekomme hier in der Variante die Tür sogar komplett auf und kann sie hier praktisch gegen die Wand stellen. Ich habe hier einen Lokschuppen drin, so wie er aktuell im Zimmer steht. Ich habe auch die Schiebebühne mit 5 Schienen hier drin. Da muss ich dann natürlich drunter die Kallax-Regale, wenn ich die nutzen will, wegmachen. Haben wir hier jetzt schon wegkonfiguriert, dass hier drunter gar keins ist. Und ich habe einen Schattenbahnhof in dem Plan drin. Der umfahrbar ist hier mit den Weichen. Ich habe hier Rangiermöglichkeiten und der Platz hier ist durchaus auch noch für. Also da kann ich auch jederzeit noch Umbauaktionen machen, ohne dass ich da alles abreißen muss. Ich hätte auch die Möglichkeit, hier R40 Radius zu nehmen und dementsprechend hier auch noch ein bisschen, ja, Platz einzusparen in der Tiefe. Das baue ich, glaube ich, noch um. Und also die Steigung gefällt mir jetzt doch am besten. Ja. Ich werde nochmal einen Versuch machen mit einer Schiene, wo ich vielleicht auch eine Kurve nutze. Gerade so hier vielleicht diese Schiene, also gerade so diese Strecke baue ich vielleicht nach. Und guck mal, ob mein Zug hier, also ich glaube, das mache ich einfach mal hier konkret an der Schiene. Ich habe ja die Schienen komplett weggebaut und probiere das mal aus. Weil die Planung ist mal wichtig, weil wenn ich feststelle, ich habe die ganze Holzkonstruktion gemacht und ich muss nochmal ändern, dann ja, das. Habe ich die Befürchtung, dass ich da vielleicht mal für ein paar Tage die Lust verliere und dann, nee, das muss ich vorher, ja, muss ich vorher nochmal ausprobieren. Gut, ja, den Tisch baue ich glaube nicht ein, aber gut, jetzt sind wir am Ende vom Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mal einen Kommentar da, was eure Meinung ist. Schreibt mal gerne rein, was ihr von der ganzen Sache haltet. Und dann wie immer, ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.